We're at Jägermeister today, a customer that we've been working with for almost 2 years. And we're very excited today that we're going to see their co-working space that they just opened in December. We're going to see the bar downstairs, and we're here at the guest house right now. And it's going to be in German, but it's more about the impressions anyway. Let me know all the questions you have. If there's anything, please write it in the comments, and I'm very happy to answer it. Thank you so much for watching. Wir sind in Wolfenbüttel bei Jägermeister zusammen mit Andrea, wie ich gerade erfahren habe, nicht Mitarbeiterin der ersten Stunde, doch Mitarbeiterin der ersten Stunde, nicht der nullten, aber anderthalbsten. Ja, wahrscheinlich, ja. Also du hast angefangen, da wart ihr 150 Mitarbeiter. Ja, kann man so sagen, jetzt seid ihr weltweit 1000 Mitarbeiter. Ja, mit vielen Tochtergesellschaften, die es vorher auch nicht gab. Du bist seit wie vielen Jahren hier? Ich bin seit 20 Jahren hier und jetzt zum 21. Ja. Tatsächlich, aber die Zeit ist vergangen. Zum Schluck, ja. Weil sich so viel verändert hat. Ja, und das ist genau das Thema, weswegen wir heute hier sind. Wir sind nämlich schon länger dabei mit unserem Team, machen hier die Tool-Einführung. Da weißt du mehr als ich, weil ich immer der Workspace-Teil bin. Es geht hauptsächlich um Slack mit den Bootcamps. Mhm. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Vielleicht machen wir das auf Englisch, übersetzen wir dann aber auf Deutsch für euch. Ist im anderen Video, verlinken wir natürlich. Und heute sind wir hier, weil wir uns den Workspace angucken wollen. Genau. Und du hast eigentlich gerade schon das Entscheidende gesagt, was ich immer super wichtig finde. Wie machen wir unser Produkt sichtbar? Und du sagtest gerade schon, das war ganz lange Thema. Ja, das war ganz, ganz lange Thema, weil wenn man das Gebäude hier sieht, das gibt es seit 2006. Man kam hier rein und dachte, bin ich eigentlich in einer Finanzbehörde oder in einer Bank, weil von Marke war nicht viel sichtbar. Wobei ihr das Thema ja, also wenn einer das Thema Branding versteht, dann ich habe für euch die Starter-Kit entwickelt, musste mich durch euer Branding-Guide durchwühlen. Ich glaube, allein da habe ich einen Tag verbracht. Richtig, also es gibt so viel zu erzählen und draußen erlebt man immer das Festival, die Marke, das Produkt. Und wenn man intern reingeschaut hat, dann war das immer alles sehr, sehr fad. Und wir dachten, hey, die Mitarbeiter sind ja eigentlich die besten Markenbotschafter. Das muss sich ändern, wir müssen die Marke einfach erlebbar machen, sichtbar machen. Und das war das große Ziel, womit wir uns in den letzten Jahren beschäftigt haben. Wo du das gerade erzählst, eine kleine Anekdote. Ja. Ich glaube, Christoph und ich haben uns tatsächlich bei einem Jägermeister kennengelernt. Wie lange sind wir jetzt zusammen? Vor 16 Jahren. Respekt. In einer Bar in Kiel. Und da lief damals noch so ein Hirschum. Und es gibt sogar noch irgendwo, ich versuche das nochmal zu finden, es gibt irgendwo noch so ein Polaroid-Foto. Ja, sehr schön. Von mir mit diesem Hirschen drauf. Genau das. Aber ja, schön, das kommt mir gerade. Ich würde sagen, wir nehmen mal alles mit hoch, wir laufen und dann, ich bin sehr gespannt. Alles klar, dann folgt mir. Machen wir. Fällt mir wirklich gerade ein, es ist ja furchtbar. Wahrscheinlich war ich gerade in der Ausbildung in Kiel. Ich weiß es nicht. Hier ist unsere Manifestbar, um die Marke auch mal sichtbar zu machen. Also gerade was unser zweites Produkt, unser super Premium-Likör angeht. Deswegen haben wir gesagt, das müssen wir ja auf jeden Fall sichtbar machen. Ja, weil es ist noch nicht für den Endverbraucher zu haben. In der gehobenen Gastronomie haben wir das eingeführt und jetzt kommt es so langsam, dass wir es auch in den Handel für den Verbraucher. Das ist ein... ein super Premium-Likör mit einem besonderen Destillat. Schmeckt es ähnlich, oder? Es geht schon in die Kräuterrichtung, aber sehr viel weicher im Geschmack. Ich bin ja, also wie ich mal immer unschwer, alle scherzen immer darüber, ich bin ja nicht so viel Farbe zu haben. Ja. Und ich liebe ja schlichtes, cooles Branding. Muss gleich hier gleich ein Foto machen, ohne dass ich mit dem Tisch umfalle. Mega. Total cool. Was gibt's jetzt seit knapp 2 Jahren. Ja. Wir haben das erstmal langsam eingeführt, weil die Herstellung sehr, sehr aufwendig ist. Mhm. Oh, und jetzt sind wir dabei, das so ein bisschen hochzufahren und auch in den verschiedenen Märkten einzuführen. Ja. Mhm. So, jetzt sind wir hier hoch. Jetzt wird es schon grün-orange. Genau. Also wie gesagt, wir können auch den Fahrstuhl nehmen. Alles gut, ich laufe dir einfach hinterher. Ja, hier sieht man auch noch so ein bisschen so die alte Welt, ne? Verschlossen, der Vorstandsbereich, die Türen sind nicht offen, die Flure sind leer. Ne, das ist ja das. Wer sitzt dann hier jetzt noch? Also es gibt schon Kollegen, die hier noch sitzen, klar, aber jeder hat halt die Möglichkeit zu sagen,
ich will mal raus, ich möchte was anderes sehen, ich möchte anders denken, ich muss mal frische Luft schnappen, ich möchte mich mit Kollegen austauschen. Mhm. Und das war der Grund, wo wir gesagt haben, wir müssen einen Raum schaffen, wo genau das passieren kann. Sich mal abteilungsübergreifend zu treffen, spontan zum Kaffee, zum Kochen, ja. Einfach mal zu sagen, also ich möchte was anderes sehen. Kollaboration. Genau. Und erzähl mir noch mal kurz zwei, drei Eckdaten. Du sagtest gerade, ihr seid hier mit 450 Mitarbeitern ungefähr. Ja. Wie groß ist die Fläche? Weil hier ist ja auch Produktion in Teilen oder Herstellung. Das ist eine gute Frage. Die Produktion, Herr Lehmann, wie groß ist die Produktionsfläche? Die Produktionsfläche? Ja, hier die große. Hi, Andreas. Die Produktionsfläche, also da müsste man tatsächlich nochmal fragen. Ja. Denn man muss auch mal schauen, was wir zur Produktionsfläche hinzuzählen. Ja. Es ist Fasslager und Mazeration und so weiter. Aber ist alles hier in Wolfenbüttel? Alles hier in Wolfenbüttel. Ja. Und die Mitarbeiter sitzen auf wie viel Fläche? Auch das ist eine gute Frage, aber ich weiß, dass der Experte im Coworking Space ist. Da gehen wir jetzt hin. Ja. Gucken wir. Ja, also das ist Andreas, mit dem habt ihr auch geschrieben. Ja, Andreas und ich haben uns so ein bisschen quasi verdonnert, dass ich euch da unterstütze jetzt. Das ist aber gar kein Problem. Und dann gehen wir jetzt einfach in den Coworking Space. Und wenn da Fragen sind oder Andreas noch was sagen kann, möchte, soll, feel free. Nein, also das hat ja einen Grund, warum wir dich verdonnert haben, weil du die Projektleiterin für diese ganzen Themen bist. Ja. Sie ist in diesem Collaboration, also in dem Living the Brand Spaces Team drin. Ja. Das heißt, das ist ein Team, das im Rahmen unseres kulturellen Projektes sich eben um das Thema der Zusammenarbeit über Räumlichkeiten. Ja. Und da sind Leute aus der Unternehmenskommunikation drin, da sind Leute aus dem Marketing. Wie groß ist das Projektteam? Das sind sechs Leute, sechs Kernteam. Schöne aus Größe eigentlich, ne? Ja. Und es sind eben Leute, die einfach völlig unabhängig von ihrer hierarchischen Ebene oder von ihrer fachlichen Zuordnung einfach den innerlichen Drive dafür haben. Sagen Sie, brennen dafür und wollen das Thema führen. Und eben auch ein Gespür dafür haben und untereinander auch gut können. Mhm. So, das heißt, da ist ein Team zusammengewachsen, die treffen sich oder trafen sich regelmäßig. Und alles, was ihr gleich seht, ist komplett aus denen herausgekommen. Die haben die Innenarchitekten beauftragt, die haben die Designs abgestimmt und sich für eine letztendliche Stoßrichtung entschieden. Die haben die Budgets beim Vorstand durchgekämpft. Mhm. Die haben Überzeugungsarbeit auch beim Vorstand geleistet, ob es denn jetzt dieser Stuhl sein muss oder die Holzpalette nicht auch ausreicht, weil es auch irgendwie cool ist. Ja. Und das ist eine Anekdote, die tatsächlich so ist. Ja. Und müsst ihr gleich nochmal erzählen. Ende wirklich alle überzeugt hat. Und jetzt, es wird noch nicht groß alles gedreht. Gut, nee, alles gut. Sonst wärst du hier schon drauf jetzt. Es wird gedreht, also es ist gedreht, überhaupt aber nicht schlimm. Drauf. So, und was wir eben da gleich sehen, das wird dadurch, dass es eben so echt ist, wird es eben auch entsprechend angenommen. Ja. Wie beim Intranet, wo sie ebenfalls Projektleiterin ist. Es kommt immer auf Akzeptanz an. Oder bei Slack. Aber es hat halt viel mit Kollaboration zu tun. Ne? Ja. Das schließt sich jetzt irgendwie auch der ganze Kreis. Ne? Klar, das hier mit dem haptischen, dann das Tool zu haben in Slack auf der digitalisierten Ebene. Ja. Und das Intranet, was nochmal alles verbindet, wo wir Bilder darstellen können, Bewegtbild darstellen können. Und das ist natürlich aber genau das, was ich so liebe. Das Digitale auf der einen Seite, ja, fair enough. Wenn du da super kollaborativ bist, ist toll. Mhm. Aber es braucht in meinen Augen auch den Raum, der mitgeht und diese Art der Kommunikation auch unterstützt. Ja. Und Menschen brauchen eben auch Begegnungen und Zusammenarbeit. Jetzt hatten wir gerade das Beispiel hier mit dem alten Flur. Klar, wenn jeder für gewisse Tätigkeiten braucht es natürlich Einzelbüros, aber längst nicht für alle. Genau. Und es ist immer die Frage, warum möchtest du in einem Einzelbüro arbeiten? Warum? Genau. Und irgendwann kommt man dann wahrscheinlich dahin, dass das gar nicht mehr so zeitgemäß ist. Und wenn es so wäre, dass die digitale Kommunikation und die digitale Kollaboration so umfassend alles abdecken könnte, dann hätte es sich längst durchgesetzt als das. Aber das, was wir hier gerade machen, kann sie ja niemals abdecken. Und das ist der entscheidende Punkt. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man ein Grundverständnis davon hat, ein kulturelles Grundverständnis davon, wie wir zusammenarbeiten wollen. Und das ist bei uns geprägt von Transparenz, Offenheit und einem interdisziplinären Zusammenarbeiten. Mhm. Und das funktioniert natürlich ganz häufig digital. Mhm. Das funktioniert aber am besten, wenn man miteinander direkt kommuniziert. Mhm. Und zu wissen, wann man welche
welche Variante verwendet. Wählt, ja. Das ist das, woran wir als Kulturteam insgesamt ja. arbeiten wollen. Ja. Und deswegen ist es so schön zu sehen, dass der Vorstand, der überzeugt wurde, die Budgets freizugeben, also der Finanzvorstand quasi, der sitzt da oben, ich wollte gerade sagen, 90%. Sitzt der Vorstand in einem Einzelbüro oder sitzt er oben auf der Coworking-Fläche? Er sitzt cool. fast, ja. also wenn er es möglich macht, fast ausschließlich da oben. Ja, also nur aus mehreren wenn, Gründen. Ja. Kann er vielleicht sogar selber. Nur sagen. Wenn du dich drehst, drehen sich die anderen. Ja. So, erstens das. Der zweite Grund ist, dass er dort die Leute trifft, für die er auch mitverantwortlich ist, ja, für die er die Verwaltung auch gestalten muss. Mhm. Und außerdem sagt er, da fühlt er sich schlicht und einfach wohler als in seinem abgeschlossenen Büro. Wie viele Einzelbüros gibt es noch und für welche Tätigkeitsfelder sind die hauptsächlich? Das Schöne ist hier, dass dieser Coworking Space mehrere Signalwirkungen und auch praktische Wirkungen hat. So, das eine ist, er zeigt, wo wir hinwollen kulturell. Und das andere ist, er ist zusätzlich. Also ich habe sowohl ein Einzelbüro als auch die Möglichkeit, da jederzeit reinzuspazieren. Es wird also nicht gesagt, so du und du und du, ihr braucht kein Einzelbüro mehr, ihr könnt jetzt schön im Coworking Space und übrigens, das ist sondern ganz toll ihr habt für die euch. Optionen. Immer die Wahl. Mhm. So, und nutzt du beides? Oder? Ja. Ja, ich nutze tatsächlich beides. Ich versuche 50-50 oder? Das kann Andrea fast besser sagen. Also ich glaube, dass der Anteil, den ich in Wolfenbrück verbringe, im letzten Monat höher ist als 50%. Ja. Und sich das auch auswirkt. Und durch neue Tools ist man trotzdem immer gut verbunden und auch schnell. War das von Anfang an so oder hast du da auch, also du kommst aus einem klassischen Einzelbüro? Ja. Ja, ja und auch ein schönes. Ja. Also man fühlt sich eigentlich sehr wohl dort. Nur man merkt eben, ich bin Kommunikator, wir sind Kommunikationsabteilung. Ja. So, und wir sind dadurch auch sehr vernetzt zu allen anderen Bereichen in diesem Unternehmen. Mhm. Und du hast es gerade selber angesprochen, der persönliche Dialog ist dabei ganz entscheidend und bringt so viel Mehrwert. Mhm. Und deswegen war es tatsächlich von Anfang an für mich klar und auch sofort ein Mehrwert, das zu nutzen. Ja. Und schon heute habe ich es mehrfach erlebt, dass man mit Leuten zusammenkommt, die man im Einzelbüro jetzt nicht getroffen hätte heute und trotzdem ist ein starken Mehrwert für unsere, meine persönliche Arbeit hat. Und insofern, ich ziehe mich quasi nur noch zurück, wenn ich eine Telefonate mache, oder wenn ich meine, ich kann mich besser auf einen Text jetzt konzentrieren, wenn ich alleine bin oder dergleichen oder Gespräche vorbereiten muss, habe aber auch festgestellt, dass ich paradoxerweise mich fast besser fokussieren kann auf einen Text in diesem vermeintlichen Trubel. Okay, woran liegt das? Kann ich nicht beantworten. Da müsste man wahrscheinlich irgendeinen Psychologen fragen. Aber es ist aber spannend. Ja. Wollen wir die nächste Treppe nehmen? Die nächste Treppe, die nächste Hürde. Wie lange habt ihr denn für die ersten gebraucht? Schon ein bisschen. So 20 Minuten. Alles gut. Jetzt kommen wir in Boston, Brooklyn an. Cool. Lass ich mal meinen Koffer hier gleich. Das ist jetzt euer Coworking Space. Ja. Sie haben wir dann tatsächlich für Fotos drauf. Ja, ist gar kein Problem. Also wenn wir kurz mal hier durchgehen. Wenn man schon reinkommt, sieht man ja eben auch schon verschiedene Bereiche. Ne? Und wichtig war eben immer, dass jeder Mitarbeiter, der natürlich individuell ist, ne? Jeder möchte nicht mit allen zusammensitzen, jeder möchte auch mal, vielleicht gibt es auch Personen, die für sich selber sich mal zurückziehen wollen, aber in dieser Umgebung, also haben wir verschiedene Areas geschaffen. Ne? Also wir haben gesagt, du kannst für dich allein sein und mal in die weite Welt hinausdenken. Du kannst aber auch Face-to-Face-Meetings machen mit deinen Kollegen oder du machst es richtig groß und sagst, ich habe hier Bock auf ein Team-Meeting, aber ich kann mich in verschiedene Zonen zurückziehen. Und hier haben wir gesagt, das ist unser Farming Lab. Ja, super. Ich bin aber auch so ein Grün-Fan. Genau, Farming Lab, aber wir haben die ganzen Kollegen auch erstmal beruhigt und haben gesagt, ihr geht nicht zurück zu Farmville, sondern ihr habt hier die Möglichkeit zu sagen, ich züchte hier mir meine eigenen Salate und meine Salatzulagen und habe natürlich auch die digitale Verbindung mit dem Handy, dass man eine Notification gibt, wenn mein Salatbeet fertig ist oder wenn es bereit ist zu ernten. Was es alles gibt heute. Ja, das nennt sich die Agriculturing App.
Und hier gibt es verschiedene Namen, wie Kerstin oder wie Miri, die halt sagen, okay, ich müsste halt mal wieder ernten, wie man sieht. Also ja, Miri müsste mal wieder ran, genau, da würde ich auf jeden Fall heute Mittag einen Salat empfehlen. Genau. Und da gibt es halt hier auch die Möglichkeiten, sich in die Hängematte zu legen oder zu sagen, ich gehe einfach mal in die Schaufel und lass mich mal inspirieren. Und habe auch mal Bock zu sagen, ich lass mal die Gedanken schweifen. Ja. Ja, habe halt auch einen weiten Blick, was jetzt natürlich momentan vielleicht nicht ganz so toll ist durch die Baustelle. Aber trotzdem, man kann es mal seine Gedanken schweifen lassen. Oder ich habe auch mal Bock, mich in die Hängematte zu legen. Liegt da tatsächlich jemand drin? Ja. Ja. Die ist auch so groß, dass man sie auch einfach mal zumachen kann. Liegst du da drin manchmal? Ich habe einmal drin gelegen, aber ich hatte eher Angst rauszufallen. Also ich fühle mich hier wohler, sagen wir mal so. Ja. Und das macht halt auch schon Spaß. Es ist grün, man kommt runter automatisch. Hat so einen kleinen Bereich für sich. Mhm. Und das war auch die Idee mit Studio Eislinger. Also wir haben uns in dem Living the Brand Team haben uns Gedanken gemacht, mit wem können wir sowas eigentlich machen. Ja. Ne? Man hat ja jetzt nicht die Erfahrung zu sagen, ich mache jetzt mal einen Coworking Space. Mhm. Und da haben wir gesagt, wir suchen uns einen Partner. Mhm. Und das war das Studio Eislinger in Berlin. Mhm. Die haben halt ganz viel Erfahrung in Coworking Spaces. Da gibt es zum Beispiel auch die 25-Hours-Geschichten. Die gibt es ja in Hamburg, auch in Berlin. Und die haben uns halt ganz viel unterstützt. Natürlich mit dem Facility Management hier im Haus, die das natürlich auch koordinieren mussten, wie man das am besten macht. Und die haben uns ganz viel Inspiration gegeben, zu sagen, was kann man für Areas nutzen, also eher zurückgezogen für alle im Team, für größere Teams. Gibt es auch eine Play Area, oder wo man so spielen kann, das kann ich euch ja auch gleich mal zeigen. Und kocht auch mal gemeinsam oder macht ein Afterwork hier oben. Aber was brauche ich eigentlich an Technik, um hier oben auch vernetzt zu sein? Ja. Das heißt also so Kleinigkeiten wie, ich brauche jetzt auch eine super Soundanlage, dass ich mit meinem Handy mobil hier oben auch mal Musik hören kann. Okay, ist es so, dass ihr hier alle jederzeit drauf zugreifen könnt? Wir können hier jederzeit drauf zugreifen. Jeder Bereich ist einzeln ansteuerbar und jeder kann auch mal seine Musik hören, wenn er meint, ich sitze hier drin und brauche Musik. Das heißt, du kannst jetzt übers Handy hier... Ja, ich könnte das machen, ja, genau. Das würde gehen, ist gar kein Problem. Wenn ich meine, ich müsste hier mal mich ein bisschen zurückziehen, ein bisschen schaukeln, dann funktioniert das ganz gut, ja. Also da gibt es schon echt viele Bereiche, die wir auch nutzen. Wir können ja auch gleich mal weitergehen, einfach mal zu sehen, was unbedingt. Es hier noch zu entdecken gibt. Unbedingt. Ich sehe schon, es wird ein 2-Stunden-Video. Ja. Genau, und hier sind wir jetzt schon am Play, in der Play-Area, sozusagen Play-Zone. So, man sagt, ich werfe hier mal ein paar Körbe. Also das geht hier gerade, oder man spielt halt Mario Bros., das haben wir jetzt nochmal ausgestellt, weil es sehr, sehr laut ist, aber man kennt es ja von früher. Okay, es nervt aber alle. Es nervt manchmal auch, und, aber man kann hier schon ein paar Rekorde brechen und es ist auch schon einigen gelungen. Ja, ich habe ja leider letztens so dermaßen verloren gegen Antonia, also da lasse ich schön die Finger von. Die fährt jeden Tag, glaube ich, gefühlt. Genau, und wenn man jetzt hier einfach so mal so einen Blick schweifen lässt, hat man hier so... Erklär mal kurz die einzelnen Areale. Genau, hier kommt man halt rein und hier ist natürlich die... Ja, ich nenne es mal der Social-Bereich, einfach zu sagen, weil es hier natürlich von der Lautstärke her schon extremer ist. Ne? Mhm. Ich will jetzt nicht sagen zu laut, aber hier ist natürlich viel los. Weil hier haben wir den Barbereich zum Beispiel, wo wir kochen können, wo wir was trinken können, wo die Mitarbeiter auch tatsächlich auch for free, weil wir gesagt haben, hey kommt, ihr seid ja hier, jetzt könnt ihr euch hier auch aufhalten, jetzt versorgen wir euch aber auch. Mhm. Und ihr könnt kochen, ihr könnt backen, ihr könnt Frühstück machen, wir haben Töpfe, alles da, aber stellt es in den Geschirrspüler, ganz wichtiges Thema hier im Unternehmen. Ja, wird das gemacht? Ist in vielen Unternehmen ja das Thema. Das große irgendwie... Thema, wo ich immer sage, eigentlich ist es doch so einfach mal den Geschirrspüler zu öffnen, wir arbeiten dran. Ja, wir haben jetzt bei uns auch einen Slack-Shame-Channel eingeführt und da werden eisenhart Fotos gepostet. Genau, das war die Idee, hatten wir auch an einem der Bootcamps, wo man sagt, genau so sieht es aus, das wäre meine Idee. Ja, wir gucken noch, wie wir damit, wir werden euch dann berichten. Genau, das ist das Thema. Also wie gesagt, hier ist also eher so der Social-Bereich, wo man natürlich sehr offen in der Kommunikation ist. Ein langer Tisch, wo man sagt, hey, man kann auch mal mit einem Team abends essen. Oder man kann auch zusammenarbeiten oder mehrere Bereiche arbeiten interdisziplinär miteinander, kommen an diesen Tisch zusammen. Oder man sitzt hier an den kleineren Tischen oder da mit Blick nach draußen wieder in den Barbereich. Mhm. Können wir uns auch nochmal anschauen. Also hat man hier auch die Möglichkeit zu sagen,
Ich sitze jetzt hier einfach mal, schweife auch, kann hier meinen Laptop überall anstehen. Es gibt überall Möglichkeiten, hier ist überall WLAN, es gibt Steckdosen. Ist ja so ein bisschen das Essentielle, wenn ich sage, ich möchte halt mobil arbeiten, dann habe ich auch die Möglichkeit zu sagen, ja, dann muss mir aber auch die Möglichkeit gegeben werden. Mhm. Und auch das ist im Rahmen des Kulturwandels erst möglich geworden, weil früher gab es das einfach nicht, zu sagen, ich habe einen Laptop, ich arbeite mobil. Jeder saß an seinem Rechner im Büro und hatte gar keine Möglichkeit, sich vom Rechner zu entfernen. Weil haben die Mitarbeiter bei euch die Wahl, sich zu entscheiden, oder haben sie alle einen Laptop, oder wie ist das, wenn jemand neu anfängt? Also es ist so, dass es eine Dockingstation gibt und jeder einen Laptop hat. Mhm. Also so ist eigentlich der Plan. Mhm. Und man hat eine Dockingstation, hat dann seinen Bildschirm am Rechner, kann aber sagen, ich stepsel mich ab und gehe halt in den Coworking Space, arbeite auch mobil zu Hause. Ich bin ja erreichbar. Wie ist das Thema Homeoffice bei euch? Das ist sogar gewünscht. Also das ist sehr, wird sehr, sehr offen gelebt, natürlich in Absprache mit seinem Vorgesetzten, das ist, denke ich mal, klar. Mhm. Aber es ist schon ein großer Wunsch zu sagen, vereinbart auch das, was ihr zu Hause habt, mit der Familie, vereinbart es auch, dass ihr eben auch die Freiheit haben könnt, selbst zu entscheiden, mache ich den Job jetzt von zu Hause, weil es geht, glaube ich, eher darum zu sagen, Ergebnisse zählen und nicht die Anwesenheit zählt. Und das wird immer mehr gelebt, was es früher in der Form auch nicht gab. Mhm. Und das merkt man eben, dass sich das im Rahmen vom Kulturwandel auch stark verändert hat. Ja. Also das gab es früher. Wann habt ihr mit dem Kulturthema angefangen? Also ganz genau angefangen haben wir schon 2012 war das Thema, dass wir gesagt haben, irgendwie arbeiten die Abteilungen nicht richtig zusammen. Mhm. Also am Jahresende hat man irgendwie festgestellt, also die Abteilung X hat dasselbe gemacht wie die Abteilung Y. Aber wussten beide nichts davon. Aber beide nichts davon. Und dann hat man gesagt, also die Anforderungen an Unternehmen, auch von außen, von der Gesellschaft, haben sich ja auch wahnsinnig geändert. Da hat man auch festgestellt, wir müssen schneller sein, wir müssen nicht immer an unseren Silos denken, wir müssen das aufbrechen. Und da hat man eben gesagt, wir müssen... Wir haben festgestellt, dass so ein Kulturwandel nötig ist. Und wir brauchen auch Werte, wo wir gesagt haben, das ist ganz, ganz wichtig, weil die geben einen so einen Rahmen. Ja, vier prägende Werte. Fünf sogar. Fünf. Ja. Aber es war tatsächlich so, dass auch diese Werte aus dem Unternehmen entstanden sind. Wir haben Workshops durchgeführt und haben gesagt, haben die Frage gestellt, was war euch bei Jägermeister immer wichtig? Was wird euch immer wichtig sein? Und was ist euch gerade jetzt in diesem Moment total wichtig? Was sind die fünf Werte? Wir haben so Kundenzufriedenheit, Qualität, Respekt, Weltoffenheit und Innovation. Und das macht uns eigentlich als Marke auch aus. Dann kann man sagen, Qualität natürlich, wir haben ein Qualitätsprodukt, wir haben hohe Qualitätsansprüche, aber dass man das auch mal auf sich fokussiert und sagt, hey komm, ich muss Qualität aufleben, ich muss mich auf ein Meeting vorbereiten, ich muss pünktlich sein oder ich sollte zumindest pünktlich sein. Und das sind auch Punkte, wo ich sage, auch das macht Qualität aus. Ja. Ne? Also solche Sachen. Oder das Thema Kundenzufriedenheit. Als wir das in den einzelnen Bereichen behandelt haben, hieß es, der Außendienst ganz klar, ey Leute, ich habe doch jeden Tag mit dem Außendienst zu tun, mit den Kunden zu tun. Das brauche ich doch alles nicht mehr. Aber einfach mal zu reflektieren und zu sagen, die benachbarte Abteilung ist auch mein Kunde. Und auch wenn der mich was fragt, muss ich den genauso als Kunden behandeln? Ich muss auch mal sagen, ich bin nicht da. Ich bin erreichbar. Ihr könnt mich da und da sehen. Ihr könnt mich da und da treffen. Also Thema Kommunikation. Kommunikation, ne? Also auch, dass man reflektiert, dass das nicht nur außen betrachtet ist, sondern dass man auch mal auf sich schaut. Und auf seinen einzelnen Bereich. Und nicht immer die Schuld zu sagen oder die Schuld zu suchen. Also wenn ich mehr Geld hätte aus dem Bereich, dann könnte ich erstmal richtig arbeiten. Aber darum geht es ja nicht. Sondern dass man sagt, was kann ich denn in meinem Bereich tun, was großen Einfluss hat auf das gesamte Unternehmen. Und dass es auch schneller miteinander greift, dass die Zahnräder ineinander fassen. Würdest du sagen, es braucht die 10 Jahre, weil jetzt sind wir 2020 und vielleicht noch 2 Jahre weiter, würdest du sagen, die 10 Jahre sind für ein Unternehmen in eurer Größe? Ich würde sagen, es geht schon jetzt relativ zügig, weil ganz viele Maßnahmen sichtbar werden. Also nicht dieses Theoretische. Jetzt ist ganz, ganz viel sichtbar. Wir haben Sichtbarkeit erstmal hier durch die Marke. Mitarbeiter. Wie lange habt ihr den Coworking Space? Den haben wir seit November letzten Jahres. Ja. Also gerade fertig sozusagen, ganz frisch. Und da kann man eben schon sagen, es ist was Greifbares, es ist sichtbar, ich kann das leben, ich sehe Marke, ich kann mobil arbeiten, Mitarbeiter sind Markenbotschafter, wir haben ganz viele Möglichkeiten geschaffen, dass Mitarbeiter auch, ich sag mal, Rabattaktionen bekommen und sagen, ich kann im Fanshop was einkaufen, ich kriege mehr Deputat, ich kann nach Hause gehen und sagen, cool, jetzt habe ich nicht die eine besondere Flasche, sondern kann man sagen, ich habe noch eine zweite oder eine dritte. Und wir haben das von 6 Flaschen auf 12 Flaschen zum Beispiel erhöht, dass die Leute sagen,
ich finde es geil, hier zu arbeiten. Ich trage das auch mit Stolz, was ich im Fanshop finde. Und das sind eben aus so dem Sachen. Bereich komme ich ja ursprünglich, nämlich aus dem Corporate Design tatsächlich. Ja, genau. Also, früher habe ich das entwickelt und Merchandise-Kollektionen gemacht. Ja, und das sind so Sachen, ich glaube, jetzt passiert das alles relativ schnell, dass man auch mal Gefahr läuft zu sagen, das zu vergessen, was alles schon passiert ist. Ja. Und das muss man sich, glaube ich, immer wieder bewusst machen. Mhm. Sagen, Leute, reflektiert mal, was war vor... Mhm. Gut 10 Jahre, was war vor 5 Jahren und was ist jetzt alles schon möglich? Mhm. Ja? So Weihnachtsfeiern, Afterwork-Partys, also auch mal Erfolge feiern, ne? Mhm. Fehler zulassen, zu sagen, hey komm, wir machen es nochmal. Also das gab es alles früher nicht. Ja. Ne? Und das ist dafür gibt es hoffentlich auch einen Slack-Channel bei euch. Demnächst bestimmt. Ja, sehr gut. Genau, wir können ja mal weiterschauen. Hier wird fleißig an der Wand gebaut. Nein, hallo. Wir schneiden alles raus. Ne? Ja. So, einmal. Guten Morgen, ihr seid schon fast durch. Wir sind schon fast durch, ja. Ja. Schon noch mittendrin. Ja, ich verschwinde auch gleich wieder. Wie meinst du? Wollen wir hier einmal um die Ecke gucken? Ja. Mega, hier gibt es einen kleinen Phone-Booth. Ja. Hier wäre ich rausgelaufen, aber hier ist eine Scheibe, ne? Ja, genau, kann nicht viel passieren. Also du kannst dich hier... Ich wäre dagegen gelaufen. Ja, und hier haben wir noch das ganz alte. Das ganz alte Wahltelefon. Das finde ich auch sehr gut hier. Also hier ist es noch ganz, ganz alt mit der Wählscheibe. Ja, hier haben wir es ein bisschen gedämmt, ne, dass man sich auch mal zurückziehen kann und sagen kann, hier will ich jetzt wirklich mal für mich sein und telefonieren. Ja. Einfach von dem ganzen Wohling weg, was man ja natürlich die Möglichkeit hat, ins Büro zu gehen. Das haben wir, gibt es ja tatsächlich die Möglichkeit. Aber zu sagen, ich will diesen Raum dann gar nicht verlassen, aber ich will mal für mich sein. Ja. Und dann habe ich hier die Möglichkeit zu sagen, und man sieht immer wieder, die Marke ist überall präsent. In der Farbe, obwohl die orangene Farbe eher ein Akzent, genau, aber zumindest die Symbolik ist da, die Flasche findet sich wieder, die Farbwelt findet sich wieder. Die wird ja auch vorne aufgebaut, ne? Gerade, so eine Flaschenwand. Genau, die haben wir nochmal ein bisschen beleuchtet jetzt gerade. Lass uns doch nochmal, dann stören wir hier nicht weiter die Kollegen. Das Mikrofon, hat es schon mal jemand benutzt? Ja, gemacht. Genau. Hier haben wir auch so ein bisschen Spielereien. Ja, da stelle ich mich jetzt mal nicht drauf. Nein, ich würde gerade sagen, also würde ich mich jetzt auch nicht unbedingt draufstellen, gehe ich auch immer von weg und sage auf eigene Gefahr. Ja, und hier ist auch so ein Konzept zu sagen, da hat uns das Studio Eislinger tatsächlich auch unterstützt, zu sagen, eine kleine Bibliothek. Und wir haben denen einfach ein paar Themen und Begriffe vorgegeben, haben gesagt, Kultur, Werte, Alkohol, Politik, Kunstgeschichte, Globalisierung. Und so sind ganz viele Ideen entstanden von Büchern, die hier tatsächlich auch zur Verfügung stehen. Mhm. Auch nochmal kleine Sachen wie ein Gameboy. Also alles, wo man mit Digitalisierung eigentlich so ein bisschen das Thema angefangen hat. Ne? Vom Gameboy, von der CD, von der Polaroid-Kamera. Also alles findet sich irgendwie auch wieder. Cool. Und hier ist auch ein Bereich, wo man eben zu zweit sitzen kann, allein sitzen kann, aber auch sagen, ich mache hier mal eine große Runde auf. Also es gibt immer Möglichkeiten. Und hier finde ich das eben gut, was wir gerade gesehen haben, wo die Bootcamps stattfinden, dass die Leute, sie nutzen die Treppen, sie setzen sich hin, sie haben eine frontale Präsentationsmöglichkeit, sie sitzen mittendrin. Ja, und können sich austauschen. Auch hier haben wir eben Bereiche, die sonst nie in Berührung kommen. Außendienst, hier in dem Bereich im globalen Team, im Headquarter. Also die würden nie Möglichkeiten haben zu sagen, ich komme aus dem Grunde mal zusammen. Und das ist eine super Möglichkeit hier zu sagen, ich nutze das. Ne? Also das sind so die einzelnen Bereiche. Es wirkt alles sehr neu noch, aber es liegt logischerweise nicht daran, dass es nicht genutzt wird, sondern dass es einfach neu ist. Genau. Wir haben hier, das ist unser Cube, aber nicht dieser typische Bereich, cool, ich habe jetzt einen neuen geschlossenen Besprechungsraum. Mhm. Also so ist es nicht gedacht, sondern hier soll man experimentieren, zu sagen, ich stelle meine Ergebnisse allen offen zur Verfügung, werfe auch mal einen Blick rein, lasse es hauptsächlich offen. Mhm. Also eine Art Werkstatt, das ist ein Leben. Man kann auch mal sagen, klar nutze ich das mal für ein Meeting, aber es ist nicht dieser typische Besprechungsraum, jetzt werden hier die ganz geheimen Infos und Beschlüsse gefasst. Ja. Das soll es nicht sein, sondern einfach nochmal ein spezieller Rückzugsort zu sagen, ich habe hier mal eine Woche
meine Metaplanwände hängen, ich habe hier mal Notizen hängen, ich will an einem Projekt weiterkommen. Dafür ist es gedacht. Oder zu sagen, heute, wir kommen hier zusammen, nutzen den Raum, ziehen uns für ein Projekt zurück, haben hier unsere Sachen, unsere kleine Sammelstation sozusagen. Und auch hier habe ich eine Möglichkeit, was ja auch ganz cool ist, auch mal da oben zu sitzen. Vielleicht magst du ja mal hoch. Unbedingt. Die Sicht ist fantastisch. Ich gebe dir die Kamera ja. Für ein Foto. Ja. Einfach unten. Und das kann man hier auch tatsächlich. Ja, intuitiv. Und hier hat man eben eine super Sicht. Jetzt fehlt mir hier nur noch der Level Up. Steht da oben. Ja. Ist cool. Ich zeige mal die Sicht von der anderen Seite. Ne? Also wir hatten ursprünglich auch geplant, hier so eine Art, ich weiß gar nicht genau, wie die sich nennen, Snoozing Zone, also zum Napping. Ne? Ja, das ja. War so die Idee. Hat sich aber nicht durchgesetzt. Hat sich tatsächlich nicht durchgesetzt. Also warum? Ich glaube, es sind halt diese Berührungsängste, glaube ich auch, zu sagen, ich lasse mich mal auf was ganz anderes ein, weil natürlich hatten wir im Team die Diskussion, warum brauchen wir das? Ja. Ne? Also zu sagen, zu überzeugen, zu sagen, wir brauchen diesen kollaborativen Raum, wir wollen interdisziplinär zusammenarbeiten, wir wollen diese Silos einbrechen, wir wollen Marke sichtbar werden lassen, weil das war ja früher alles, waren geschlossene Büroräume. Ja, ja. Und das war wirklich eine Überzeugung, auch in der Unternehmerfamilie zu sagen, gibt Wolfenbüttel, gibt Jägermeister mal die Chance, Vorreiter zu sein, mal wieder einen Trend zu setzen und vielleicht auch Young Professionals die Entscheidung abzunehmen, zu sagen, hey cool, die haben Coworking Space, würde ich nicht erwarten. Einfach zu sagen, auch im Thema Recruiting, zu sagen, wir haben sowas, wir bieten sowas an. Wie würdest du das sagen bei so Stichwort War of Talents? Dass es essentiell ist, dass ihr das jetzt habt? Ja, ich denke schon. Es spielt eine große Rolle. Also merkt ihr das? Also nur das ist es, glaube ich, noch nicht. Es ist zu neu und wir sind es auch noch nicht so in die Öffentlichkeit. Aber es wird gefragt. Es wird gefragt. Es sind tatsächlich, dieses Work-Life-Balance spielt ja immer eine größere Rolle, zu sagen, habe ich irgendwie einen Raum für mich, wo ich mich einfach mal zurückziehen kann, für mich denken kann, frei denken kann, auch mal das zu tun, was ich möchte. Und ich glaube, da ist dieser Raum ganz besonders geeignet. Und da war die Familie eben sehr, sehr offen und auch der Vorstand, der dann auch gesagt hat, finde ich gut. Hat es lange Überzeugungsarbeit gebraucht? Eigentlich gar nicht so lang, weil die gemerkt haben, dass weil die gemerkt haben, man muss diesen Kulturwandel leben, man muss zusammenarbeiten, man muss offen und transparent zusammenarbeiten. Mhm. Und da waren die schon sehr offen und der Vorstand hat uns da auch sehr unterstützt. Die Familie haben wir auch regelmäßig abgeholt zu den Themen, haben regelmäßige Besprechungen gemacht, haben gesagt, hier, schaut es euch an. Wir haben auch die Mitarbeiter einbezogen, haben gesagt, Step für Step haben wir von Design. Von Sekunde 1 oder ab wann? Von Sekunde 1 haben wir gesagt, das haben wir vor. Wie findet ihr das? Ihr schaut euch um, das ist der Raum, das planen wir. Wie viel habt ihr zugelassen an? Ich höre auch, dass es schwierig ist. Mitarbeiter, also die Frage ist mal, wie viel bindest du ein? Weil jeder hat natürlich vieles auch geschmäcklerisch. Genau. Also die Erfahrung war, wir haben uns tatsächlich auf das Kernteam und auf die Erfahrung von dem Studio Eislinger verlassen und zu sagen, tatsächlich zu viel ist dann auch schwierig zu sagen, man findet einen gemeinsamen Weg. Und deswegen haben wir gesagt, Leute, wir holen euch Schritt für Schritt ab. Wir informieren in Videos, in Beiträgen, in Bildern im Intranet. Das könnt ihr regelmäßig, dort steht euch das zur Verfügung. Und wenn es Kommentare gibt, hey komm, schreibt uns, redet mit uns, macht Kommentare unter die Artikel, liked es oder disliked es. Ne? Und wir haben nämlich unsere eigenen Emoji-Cons auch im Intranet. Also die sind auch sehr Jägermeister-spezifisch. Ja. Und da haben wir gesagt, also wenn ihr Fragen oder noch Ideen habt, kommt, tretet an das Team heran. Und das haben wir tatsächlich so gemacht. Aber die Erfahrung hat gezeigt, es war dann gar nicht so kompliziert, weil die fanden es gut. Ja. Und wir haben sie halt wirklich Schritt für Schritt abgeholt. Haben gesagt, das ist jetzt die Reinzeichnung. Was war denn so die größte Herausforderung? Also natürlich ist die Frage auch ein Budget. Also man muss ja auch ein bestimmtes Budget haben, um zu sagen, wie frei kann ich mich denn bewegen? Und da haben wir tatsächlich mit unseren Ideen so punkten können, dass der Vorstand gesagt hat,
Ja klar, machen wir. Also das ist natürlich immer eine Hürde zu sagen, mache ich das auf dem Niveau, wie wir es jetzt haben. Oder es gibt ja auch in Berlin, haben wir uns auch ganz viele Coworking Spaces angeguckt, oder reicht die Palette eben aus? Ja. Aber das war noch eine Anekdote, die du vorhin erzählen wolltest. Genau. Was war das mit Palette und Stuhl? Genau, also man hat natürlich diese Chance zu sagen, hey komm, ich mache das hier alles ganz basic, hip und trendy, genau wie man es vielleicht in Berlin kennt, und sagt, ach, da eine Palette, da eine Palette, da ein kleiner Blumentopf, das reicht. Mhm. Aber zu sagen, hey komm, die Mitarbeiter sollen sich ja hier auch, also ich will nicht sagen, wie zu Hause fühlen, aber sie sollen sich wohlfühlen, sie sollen sich fallen lassen, sie sollen nochmal kreativ denken in einer Umgebung, wo sie sich einfach beheimatet fühlen, wo sie sagen, hey cool, das finde ich toll, hier kann ich mal einen Kaffee ziehen, hier kann ich mich bequem mit anderen hinsetzen. Ich glaube, das war schon genau dieser Mittelweg zu sagen, wir machen es auch schön für uns alle und nicht nur diese Palettenmöbel, wo ich vielleicht noch mal eine Stunde drin bin. Weil es gibt auch Mitarbeiter, die hier Tage oder Wochen drin arbeiten, weil sie eben von Agenturen kommen. Es sind externe Partner, die zu uns kommen, die uns besuchen, die länger eben hier mit uns zusammenarbeiten. Und die wollen ja auch längerfristig. Kann man hier als externe arbeiten? Ja, also wenn du sagst, du bist jetzt, also klar, irgendwas mit Jägermeister solltest du vielleicht zu tun haben, weil da sind wir tatsächlich noch am Überlegen zu sagen, machen wir das auf für alle, auch extern hier in Wolfenbüttel zu sagen, oder für Studenten, wir haben ja auch viele Universitäten hier und Fachhochschulen, zu sagen, holen wir die vielleicht auch rein. Aber das ist momentan so ein Schritt, das muss sich entwickeln. Das kommt als nächstes, ja. Aber wir sehen eben schon, dass wir Möglichkeiten geschaffen haben, dass, glaube ich, genau dieser richtige Weg war, zu sagen, hier fühlt sich ein Außendienstmitarbeiter, der sonst im Auto sitzt oder sich irgendwie den ganzen Tag aufhält, der fühlt sich hier wohl. Mhm. Gibt es Sachen, wo ihr gemerkt habt, da kommen wir nicht weiter, das funktioniert nicht? Ja, also ich denke mal an so Spielereien. Also ich glaube, wie muss es jetzt die Sonos-Box sein? Muss es jetzt der High-End-Screen sein? Muss es jetzt die PlayStation sein? Also am Anfang wollte man ganz viel und die Rutsche und das Bällebad und was man alles so an Erfahrung sieht, wenn man sich ganz viel anschaut. Okay, also ihr habt sehr, sehr viel auch runtergeschmissen. Ja, genau. Ja, genau. Wo man gesagt hat, ey, komm, wir haben Platz, das kann sich entwickeln, das kann leben. Ja. Und jetzt sind wir gerade an Ideen zu sagen, wie nutzt man diesen Raum vielleicht noch für Keynotes, dass man sagt, wir geben Mitarbeitern die Möglichkeit zu sagen, es kommt ein externer Gast aus bestimmten, aus Marketing oder aus einer Produktion, dass wenn man einen Vortrag hält und Mitarbeiter, genau, solche Sachen. Oder die Idee ist auch, wir bieten Yoga an für Mitarbeiter, weil Platz ist da. Mhm. Wir haben Mitarbeiter, die als Trainer ausgebildet sind, die gesagt haben, habe ich Bock zu, lass uns doch den Raum nutzen. Cool. Musik ist da. Ja, und also, würde sich ja perfekt da sind wir im März jetzt mal an der Premiere dran. Ruft mich an, ich komme vorbei. Genau, ja. Und hier tatsächlich auch der offene Bereich. Ne? Wir können kochen, wir können backen, wir haben echt alles da. Ne? Also kannst auch einen Shot trinken. Was ist das? Das ist ein Shotglas. Gläser? Ja, genau. Ja, okay, guck mal, das ist da von oben so. Was ist das? Ja, genau, das ist ein Shotgläser. Also du hast hier wirklich alles da, was das Herz begehrt. Du kannst, oh Gott, es sieht nur nach Trinken aus, aber wir können auch tatsächlich... Ihr könnt auch kochen. Wir können auch kochen. Trinkt man bei Jägermeister? Also ich weiß, bei Dannemann, als wir damals da waren, dann war immer die Frage, wird den ganzen Tag geraucht? Ja, also natürlich alles im verantwortungsvollen Bereich, also auch im Rahmen von Afterwork. Ne? Ja. Also, gibt es viel Afterwork? Ist hier also, jeden Abend wilde Afterwork? Also du kannst das tatsächlich auch sagen, dass du sagst, ich mache das. Mit Konfetti, ich sehe hier schon. Ja, genau. Also du kannst natürlich sagen abends, hey komm, wollen wir uns hier mal treffen und nochmal was trinken. Das ist natürlich jedem offen. Wir sagen auch, ihr müsst nicht um Erlaubnis fragen, wenn ihr mal einen Kochtopf nehmt. Ja. Macht's einfach. Mhm. Aber ansonsten versuchen wir, also gerade weil das Living in the Brand Team, dieses Spaces Team, sich auch damit beschäftigt, zu sagen, Mitarbeiter sollen feiern, sollen auch mal die Marke live erleben und nicht immer nur darüber sprechen oder daran arbeiten. Wir versuchen schon einmal alle 14 Tage so eine Art Afterwork ab 16.30 Uhr anzubieten, zu sagen, hey komm, es gibt auch mal ein Bierchen, es gibt auch mal ein Jägermeister. Und da haben wir gesagt, aber wir machen das auch ganz locker und nicht so gezwungen, alles dass wir kann, noch... nichts muss. Genau, das ist ein schönes Motto. Genau, einfach zu sagen, wir machen es locker, wir legen Listen hin, tragt euch auf Vertrauensbasis ein, was ich getrunken habe und dann wird es hinterher abgerechnet und das funktioniert. Ja. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Weg, dass man nicht noch andere Bereiche wieder gezwungenermaßen hier reinholt und sagt, Gästeservice, ihr arbeitet ja schon so viel, warum müsst ihr euch jetzt hier abends noch hinstellen? Das kann doch der Mitarbeiter selber entscheiden und so viel Verantwortung geben, tatsächlich, dass man das selber macht. Cool. Ja. Ein sehr, sehr,
sehr schöner Coworking Space. Ja, danke. Das war macht der erste Teil von, ja, von drei Bereichen, ne, die du ja, genau, zeigen wolltest. Ja, genau. Das war jetzt hier der Bereich, den ich euch jetzt hier, glaube ich, auch komplett gezeigt habe. Dann könnten wir ins Gästehaus fahren. Ja. Dann müssen wir hinfahren mit dem Auto? Ja, also wir können auch hinlaufen, aber mit deiner Ausstattung wäre es wahrscheinlich... Also es ist hier gleich, also es ist im Prinzip dort als 5 Minuten aus. Im nagelneuen Design. Dankeschön. Und auch hier... Ich halte dir mal auf. Ja. Kannst du durchlaufen. Wow. Wir sind jetzt im Jägermeister Gästehaus, tatsächlich Gäste, für interne Gäste, die kommen, von, zum Beispiel, wenn die an Workshops teilnehmen oder auch, ich weiß, unsere Leute schlafen auch manchmal hier, wenn wir halt länger sind und die Bootcamps machen, gucken uns jetzt mal ein Zimmer an, danach gehen wir nochmal zur Bar und ich kriege noch einen Jägermeister-Schnaps, wurde mir auf jeden Fall versprochen. Please come in. Cool. Ja, herzlich willkommen. Ja, sehr cool. Das sind unsere neuen Zimmer. Was war die Idee, dass ihr gesagt habt, wir möchten, dass unsere Gäste in also zuerst mal im eigenen Hotel schlafen und genau, nicht irgendwo untergebracht werden? Ja, genau, dass wir sie einfach tatsächlich von vorn bis hinten, also ich will nicht sagen brainwashen, das wäre das falsche Wort. Ja. Aber sie sind bei Jägermeister und sie sollen Jägermeister auch leben. Ja. Und sie sollen Jägermeister auch erleben. Das heißt eben, wir haben unten eine Bar, die ich euch noch gern zeigen möchte. Und wir haben gesagt, hey, wenn sie dann wiederkommen nach einer tollen Nacht, nach einem tollen Meeting, nach tollen Gesprächen, dann sollen die auch sagen, oh, ich muss noch die Treppe hoch und fühle mich wohl, kann mich hinlegen. Und aber auch hier war es wichtig zu sagen, aber jetzt nicht dieses typische 0815-Bett, was man vielleicht aus allen anderen Gästezimmern, Hotels kennt. Wir haben gesagt, auch hier fehlt Marke, sichtbar werdende Markenelemente. Und da haben wir gesagt, auch hier muss das Grün reinkommen, das Holz, das Edle, das Hochwertige. Mhm. Das sieht man ja hier auch. Wir haben hier mit Bildern gearbeitet, mit Farben gearbeitet, hier Akzentnoten gesetzt, wir haben die Logos eingesetzt, wir haben Holz eingesetzt. Also alles so ein bisschen auf die spielerische Art und Weise. Ja, und nicht so aufdringlich in Anführungszeichen. Genau, genau. Und auch da ist ja natürlich die Minibar. Ah, die Minibar. Die Gucken wir mal, wie die bestückt ist. Genau. Ah. Und natürlich haben wir auch, das ist ein neuestes Spielzeug von uns. Das finde ich auch immer sehr witzig. Man soll ja auch spielen. Ach, cool. Und deswegen zählt man bei uns die Counting Deers. Yes, und nicht die Schafe. Ja. Ne? Also man weiß ja nie, wie man hier im Prinzip ankommt ja, oder schön, auch es gibt ein kleines Bettguss, genau, Schokolade. Genau, sind die Jägermeisterpralinen. Ja. Auch nur bei uns zu bekommen. Also auch hier findet man halt auch ne, Markenelemente, die Farben, die Flasche. Auch hier in der, im Duschbereich oder auch hier haben wir ein bisschen getüftelt. Gehen mal in die Dusche. Hier haben wir auch getüftelt, die Flasche. Toilette. Die Dusche ist? Die dann kann man, genau, man kann das einfach die Sachen spielen und hat die Farben. Ja. Eben, ne, das leuchtet eben im Grün, was ja immer noch unsere Farbe auch ist, wo man die Flasche, eben das Glas wiedererkennt, das Dominierende. Und ja, auch dir war es uns eben wichtig, dass die Leute sich eben noch wohlfühlen. Ja, sehr schön. In der Marke wieder aufwachen und wissen, wo sie sind. Ja, ja, sehr, also ohne zu aufdringlich zu sein. Ja, das finde ich immer so, wenn es so... Genau. Kein Museum, kein Markenmuseum. Mhm. Sollen sich halt auch wohlfühlen. Cool. Ja. Wie viele Zimmer habt ihr? Ich glaube, das sind... Oder wie viele Betten, sagt man ja eigentlich. Ich kann es jetzt gar nicht ganz genau sagen, aber da können wir hier gerne mal nachfragen. Ich glaube, um die 50. Mhm. Aber das lässt sich halt schnell rauskriegen. Das, ja. Und wie ist die Auslastung so? Also schlafen hier oft Leute ja schon. Es ist, also sage ich mal, first come, first serve. Ne? Das ist tatsächlich immer gut besucht, weil natürlich viele internationale Gäste kommen, viele Partner kommen, viele Agenturen kommen, der Außendienst kommt. Ja. Und da versucht man natürlich immer alle unterzubringen. Und hier wurde eben dieser Teil des Gästehauses jetzt schon mal renoviert und der zweite Teil folgt jetzt nach und nach, dass alle Zimmer auch in dem Design auch sind. Ja, klar. Aber hier findet man eben auch die Farben wieder, die Markensymbolik wieder, die offenen Bereiche, ne? Dieses
zum Socializen, also dass man das auch wiederfindet. Ne? Also dass hier Möglichkeiten zum Austausch gegeben werden. Das ist hier auch eben ganz, ganz wichtig im oberen Bereich oder ein offener Frühstücksbereich, den wir ja auch schon gesehen haben. Und ja, die Mitarbeiter haben ja ganz viele Möglichkeiten und auch die Gäste, sie können Tennis spielen, sie können unten. Ach, gehört jetzt zu euch der Tennisplatz? Ja, genau. Also da haben wir auch Möglichkeiten, Tennis zu spielen. Wir haben schon gesehen hier vorne. Es war jetzt noch nicht in Topform, aber wir haben das früher, ne? Aber es gibt eben Möglichkeiten, das eben zu nutzen. Ja. Wir haben die Möglichkeit, Sauna zu nutzen. Du, ich bleib hier, das ist überhaupt kein Thema. Genau, also es gibt schon einige Möglichkeiten, das zu machen. Also hier ist eben der offene Bereich. Mhm. Zum Frühstücken und da hinten gibt es auch noch einen ganz tollen Raum. Kann man mal für, ich sag mal, eher geschlossene, jetzt aber keine geheimen Meetings nutzen. Da ist also auch viel Markensymbolik drin, aber eher so ein bisschen gediegener, ein bisschen traditioneller, aber auch eben auf eine hochwertige Art und Weise. Ja. Im modernen Look in vielen. Und da haben wir die deutschen Werkstätten dabei gehabt. Da hatten wir das Architekturbüro Wehmeyer dabei. Also regional, die uns auch schon lange begleiten. Mhm. Und das Living the Brand Team. Und wir haben bei der Bar, die wir gleich sehen werden, da haben wir Hidden Fortress genommen. Also eine Agentur, die sich hauptsächlich mit der Gestaltung von Bars in Großstädten auch auskennt. Weil wir gesagt haben, wir wollen diese Großstadt nach Wolfenbüttel holen, damit wir nicht mit unseren Gästen nach Berlin fahren müssen oder nach Hamburg vielleicht, wo es tolle Bars gibt. Ja. Aber einfach mal diesen Überraschungseffekt haben zu sagen, was ich hier unten zeige. Dass die Leute kommen. Ja, ich kann kommen, um zu bleiben. Alle erzählen ja immer von der Bar. Und what happens in the bar stays in the bar, ne? Oder what happens in the guest house stays in the guest house. Und tatsächlich passiert das. Hier gehen wir gleich rein. Und hier haben wir mit Graffiti-Künstlern gearbeitet, damit man jetzt schon mal in die Markenwelt wieder eintaucht. Es ist also wirklich nicht mit Schablonen gemalt oder Zahlen nach Farben. Es ist tatsächlich von einem Graffiti-Künstler entworfen. So, jetzt wird es dunkel und siehe da, sieht jetzt natürlich nicht so aus, dass wir das so richtig zeigen können, aber das wäre die Bar gewesen. Ah, aber super cool, hier wird gerade gemalt. Genau, hier wird gerade gemalt, aber sie ist halt gerade nicht in Betrieb, ne? Also das sehe ich gerade, das konnten wir jetzt nicht wissen. Hier ist auch die Bar offen gestaltet, das sind alles bewegliche Elemente. Dass man eben hier nicht diesen typischen Tresencharakter hat. Der Barkeeper hat die Möglichkeit, hier zu arbeiten, auf der anderen Seite zu arbeiten. Also sehr interaktiv. Interaktiv, ja. Genau. Wir haben halt Möglichkeiten, Tische rauszuschieben, aber es ist echt schade, dass man das jetzt nicht sieht. Dass man hier den Tisch bewegen kann. Ja, aber wir kann. Kriegen ja eine Idee. Also den kannst, der ist auf Rollen, den kann man bewegen. Den nach draußen schieben. Das heißt, und hier. Kannst du hier auch mal Licht anmachen, wenn das dann funktioniert? Achso, hier sind wir dahinter. Ah. Ja, aber auch hier offen gestaltet mit viel Zusammenarbeit, viel Socializing, viel Party. Auch ein Individualkonzept einer Jägermeister Tap Machine. Ich kann jetzt auch nicht mal sagen, ob die funktioniert. Wahrscheinlich nicht, weil es hier wahrscheinlich auch wieder einen Knopf gibt, den ich aktiviere. Ah. Und siehe da. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es funktioniert. Es ist wieder der sogenannte Vorführeffekt, aber vielleicht kommst du jetzt zu deinem Jägermeister. Ja, tatsächlich. Ich bin begeistert. Ich würde sagen, dann nehme ich auch einen kleinen. Ganz vorsichtig, weil es geht schlecht aus den Sachen raus, gerade aus hellen Sachen. Ich sage mal. Cheers. Cheers. Wir tun einfach mal so, als wäre eiskalt. Krass, den habe ich auch echt lange nicht getrunken. Ja, es geht. Ist lecker. Ja. Kann man machen, Leon. Kann man mal machen, ne? Du darfst den trinken, ich muss ja fahren. Genau, Prost. Yay! Yay! Eisgekühlt, Wahnsinn. Wahnsinn. Leon, für dich gibt es auch einen. Ja, genau. Cool. Ja, könnt auch gerne behalten.
tun wir Christoph ins Auto dafür, dass er uns den Van geliehen hat, um herzukommen. Vielen, vielen Dank, dass du uns Coworking Space, Bar und hier das Guesthouse gezeigt hast. Hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Wenn ihr Fragen habt, lasst die unbedingt in der Comment Section unten. Und Andrea und ich, wir beantworten die dann. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne.